Heute werden wir wieder auf die ultimativen Battles der Brawler gegen die Ultra-Brawler reagieren. Oh, die Biene ist natürlich schon krass mit dem Schild. Was? Was? WTF! Oh, jetzt sind noch 16 okay. Brawler übrig und der letzte. Nein, nein. Oh, Nani, doch. Was? Bisschen Damage, ja. Nein, was? Der letzte ein Brawler. Jetzt, wo ich leider keinen Creator-Code mehr im Brawl Stars habe, tragt doch gerne den Creator-Code von Lukas bei euch im Shop ein. Ihr wisst es, Leute, auf der Nita Ehrenbruder-Basis. Alle 7 Tage müsst ihr den Code neu eingeben. Jo, Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Brawl Stars-Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Und wie ihr gerade neben mir seht, da ist tatsächlich auch der Lukas am Start. Was geht ab? Moin moin, was geht, Freunde? Ja, mal Leute, heute werden wir wieder auf 2 ultra heftige Videos reagieren. Und zwar auf den neuen Ultra Brawler. Das ist ein unglaublich nices Video. Ich bin mal gespannt, was ihr hierzu sagen werdet. Bleibt auf jeden Fall am Start. Aber bevor wir auf die ultimativen Battles der Brawler gegen die Ultra Brawler reagieren, lasst auf jeden Fall gerne nochmal einen fetten Daumen nach oben da, Leute. Schaffen wir es hier. Wir haben es bei den letzten Videos fast immer geschafft, die 10.000 Daumen nach oben zu erreichen. Und abonniert natürlich auch gerne kostenlos den Kanal und aktiviert die kleine Glocke. Und noch eine ganz wichtige letzte Info. Und zwar habe ich auch einen Zweitkanal. Und zwar Kevin Light, auf dem kommen täglich Reaction-Videos online. Ich habe da auch vor kurzem mal einen Stream rausgehauen. Also schaut gerne mal vorbei, falls euch auch solche Sachen von mir interessieren. Würde mich sehr freuen. Links in der Videobeschreibung oder geht einfach bei YouTube Kevin Light ein. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Let's go! Das Video, auf welches wir jetzt reagieren, ist übrigens von Kamikaze. Link dazu ist auch in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, es geht los. Das hier sind übrigens die 2 Ultra-Brawler. Wir haben einmal 8-Bit mit 50 Cubes und dann nochmal Oros Bow mit 50 Cubes. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal auf Play und dann gucken wir uns mal an, was jetzt hier genau gemacht wird. Das ist nämlich ultra interessant. Let's go! So, und zwar ist es so, dass es wie in Super Mario zum Beispiel Bowser am Endspiel. Mal nochmal kurz auf Pause. Ja. Also wir sehen jetzt hier auf der linken Seite einmal Bo und das ist der allererste Riesenboss. Der hat 100% natürlich jetzt gerade noch, hat 50 Cubes und nach spawnen auf der rechten Seite immer Brawler und die müssen gemeinsam schaffen, die großen Brawler zu besiegen. Insgesamt gibt es 35 Brawler und die müssen es schaffen, alle gemeinsam die 2 großen zu zerstören. Ich bin mal sehr gespannt. Kannst du mal eine Vermutung abgeben, Lukas? Glaubst du, die schaffen es, die kleinen Brawler, die 2 Ultra-Brawler hier zu zerstören? Ja, eigentlich safe, würde ich tippen. Bin mir nicht ganz sicher. Also am Ende 8-Bit lasert die ja schon immer ziemlich schnell weg, wenn er einmal schießt. Ah ja, stimmt schon, ne? Aber ich würde trotzdem sagen, das klappt so. Okay, Leute, ihr könnt natürlich auch gerne in den Kommentaren wieder mitraten. Und schreibt mal rein, vielleicht können wir sowas selber mal nachstellen, was ihr mal wollt, welches der Ultra-Brawler sein soll. Ich finde, 8-Bit passt auf jeden Fall schon mal sehr gut so als Endgegner, also Virus 8-Bit. Ja, Mann. Ich würde sagen, let's go. Okay. Oh, lol, was? Der hat schon 85%, der ist schon runter. Lol. Lol. Ja, gut, also ich glaube, Bo sollten die relativ schnell sogar down kriegen. Hm. Wahrscheinlich mit 8-Bit ein bisschen schwieriger sogar. Ja, 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 ja. Oh. Lol. Schon mal 33%, ja. Oros Bo ist halt auch nur der erste Endgegner. Aha, Kevin. Hey! Ja, aber immerhin, ich habe meinen Teil beigetragen, Lukas. Ja, ja, stimmt. Du warst dabei. Du warst anwesend. Ja, ja, ich war dabei. Ich war dabei. Ich habe die Teilnehmerurkunde bekommen. Oh, aber Karl landet hier in letzten Hit und der erste Boss ist down. Aber wer kommt hier? Oh mein Junge, Gott. Virus 8-Bit, Alter. Der okay, Endboss. Okay, das ist krass. Oh mein Gott. LOL. Oh, was? Digga, der lasert die so weg, Mann. LOL. Oh, Junge. Der macht so fett Damage. LOL. Pam konnte nicht einmal schießen irgendwie. Oh. Hm. Aber es sind noch 20 Brawler da. Na gut, Crow, der kriegt auch die Teilnehmerurkunde. Oh, bei ein bisschen Prozent hat er sogar schon gemacht. Oh, lol. Lol, oh, der macht so viel Damage. 8-Bit ist auch da jetzt. Ah. Ja. Ah, lol. Wir mal. Na gut, aber ich glaube, die Kleinen kriegen das trotzdem hin. Ja, ja. Alter, wie viel Schaden Ems gemacht hat, WTF. LOL! Oh, die Biene ist. Oh, LOL, aber extra Leben, was? Was? WTF! Das hab ich ganz vergessen! Moin. Oh mein Gott!
Digga, stell dir vor, du bist so gegen den Endboss und der hat dann noch ein extra Leben, Mann. Oh mein Gott. Ey, das wird echt knapp. Wobei, ja, oh, deine Mike. Oh, Bali kriegt auch nochmal zwei Hits raus, die waren hart. Mhm. Darin wird dran gespawnt. Doch, das schaffen die. Oh ja, das schaffen die. Es wird aber, knapp. Ja gut. Boah, Spike rein jetzt den letzten Hit wahrscheinlich. Oha! Und der Boss ist down. GG, aber 32 Brawler hat's gebraucht. Heftig. Richtig, richtig krank. Okay, da laufen die kleinen Brawler wieder weg. Und dieses Mal. Oh, 8-Bit RIP. Oh, Mama auf Pause. Alter, schau dir mal diese Endgegner an. Die sehen schon echt brutal aus. Wir haben hier einmal schon. Evil Genie, dann den Rogue Mortis und den Rico Skin. Alter. Und das sind die drei Endgegner. Let's go. Okay, diesmal sind es auch 37 Brawler. Da kommt der erste Endgegner, Evil Genie. Oh mein Gott, kriegt der in One Hit eigentlich down? Ja. Ja, okay. Boah, was? 1400, Junge. Ja. Aber er braucht ein bisschen länger zum Attackieren trotzdem, also Genie. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich bin mal gespannt auf Mortis, Alter. Ja, stimmt, echt, ja. Oh, Jesse kriegt ja auch drei Hits raus. Genie braucht halt so lange, um anzugreifen, das ist halt das Problem. Aber gut, der Boxer könnte sogar schon... nee, doch nicht. Einfach One-Hit, Junge. Komm, ich war wieder dabei! Frank ist nicht One-Hit. Ja, stimmt. Frank ist der einzige Brawler, der, glaube ich, nicht One-Hit ist, ne? Ja, ich denke auch. Okay, und GG, den ersten haben sie down. Mhm. Oh, und jetzt kommt der zweite Boss-Roboter. Oh, oh, oh. Let's go. Oh, jetzt kommt Frank. Oh, okay. Oh, lol. Krass. Okay, jetzt ist die Frage. Es sind jetzt noch insgesamt 24 Brawler übrig. Ob die es schaffen können, den Großen, ob die es schaffen können, die zwei Großen, die jetzt noch übrig sind, zu killen. Oh. Ist echt so nice gemacht. Ja, Mann. Safe. Stell dir mal sowas vor als Minispiel in Brawl Stars. Das wäre echt witzig. Oh, die macht jetzt auch nochmal gut Schaden, die Boxerin. Oh, und der extra Leben wahrscheinlich wieder, oder? Ja. Oh, ja. Oh. Und jetzt hat er die Ulti. Aber ich denke mal, die wird er nicht mehr raushauen. Doch, hat er rausgehauen, aber... GG. Oh, jetzt sind noch 16 Brawler übrig. Und der letzte Riesen-Brawler, der Ultra-Brawler Mortis. Jetzt bin ich echt gespannt, Alter. Ja, Mann. One Hit. Oh. LOL! Ja, stimmt. Der hat das Honigmantel-Ding. Ja. Lol. Oh. Ah, das ist halt schon ein krasser Endgegner. Muss man schon sagen. Oh, der One Hit to Jackie. Ja. Er One Hit halt jeden. Warte mal, wie viel Schaden macht der One Hit? Er dann auch den großen Frank? Nee. Oh, es wird echt knapp. Noch 9 Brawler. Oh, und guck mal, der kriegt auch gar kein Damage von Barley zum Beispiel. Ja, wollte gerade sagen. Boah, es wird echt sehr knapp. Oh, und die hat nicht mal einen Hit rausbekommen. Oh, Spike-Rip. Lol. Oh, noch 5000 Leben. Und die Hits treffen auch nicht. Boah, nein, nur noch 4 Brawler. Oh mein Gott. Komm schon, die kleinen Brawler müssen es schaffen! Oh, Sprout! Nein! Oh, Nani, doch! Was? Bisschen Damage? Ja! Piper ist der letzte Brawler! Piper! Was? Oh mein Gott! Lol! Was? Was? Ja, als ob Piper so als letztes noch alles rettet, Mann. Oh mein Gott. Das ist crazy, Alter. Oh mein Gott. Ja, Leute, ich muss sagen, es waren schon echt ultra krasse Battles. Schreibt mal in die Kommentare, hättet ihr gedacht, dass die kleinen Brawlers am Ende noch schaffen, Mortis zu killen? Also es war echt ultra knapp. Lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da. Schaut bei Lukas vorbei, schaut bei Kamikaze vorbei und natürlich auch bei meinem zweiten Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.